So, hallo. Bloß kurz, kein richtiges Soundsystem, sondern bloß eine Hilfestellung für ein Zeitalter. Jo. Und zwar war seine erste Frage. Ich habe halt einfach ein paar Fragen und hoffe, dass du mir die beantworten kannst. Ja, das weiß ich. Sorry, wie gesagt. Aber ich habe jetzt Ah, irgendwann okay. gesehen. Seine erste Frage war. Zack. Nach einem, also er macht ein Infinity, dann tut er einen Counter machen, zack, und wieder zurück, was er nach dem hier jetzt machen kann. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin eigentlich derjenige, wo immer sowas macht. Okay. Man kann aber auch, wie du hast gesagt, du kannst es zwar nicht, aber man kann es machen. Hast du ja gesehen. Du kannst ja hier ein Charge Reverse in T1 machen. Und dann kannst du den Stift leicht runterrutschen lassen in diesen Charge. Und dann hast du so dafür diesen Fingerless TR Reverse. Ja? Ohne Fingerless TR Reverse machen ist ein bisschen schwer. Man kann schon machen. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, ja? So. Zu der anderen Frage, was ich immer gerne mache, also ich mache den Counter, jetzt kommt er hier rauf, jetzt hier nach oben, upp, jetzt mal selber gucken, doch genau, ich mache das hier so nach oben und lasse den Stift hier rein und dann kannst du hier die Bewegung machen, das ist irgendwie, ah ja, jetzt hat, so, nochmal, sorry, vergesst das, also ich mache so den Counter, mache halt diesen Viper Ref fertig. Lass ihn hier, siehst du es, so rein. Mach hier diesen Charge, ist der normale Charge nochmal. Und danach kannst du zum Beispiel einen Pass nach unten geben. Das ist jetzt scheiße misslungen. Und kannst einen Pinky dranhängen. Oder du kannst halt einfach hier gehen. Und statt, also du kannst hier das machen und wieder nach oben geben. Oder du kannst hier gleich ein Middleback raus machen. Hast du gesehen? Also kommt, es kommt da so, dann machst du einen Reverse und hier flup, Middleback, ja. Oder du halt, wie gesagt, du hältst ein Fest dann drin und machst das. Das ist jetzt scheiße zum Beschreiben. Ich probiere es mal langsam. Da ist, pass auf, jetzt geht er hier rein. Okay. So. Zu deiner ersten Frage. Also man kann viele machen, muss selber rumprobieren. Spin einfach Kombos nach, dann lernst du sowas, ja. So, zu deiner nächsten Frage. Stiftefrage war das. Das war die Stiftefrage, weil jetzt nachgucken. Die Stiftefrage ist eigentlich ganz einfach. Am Anfang, Leute, ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe, bei eBay überteuert zwei Stifte gekauft. Bereue ich eigentlich nicht, weil ich wollte sie haben. Danach habe ich eine Massenbestellung mitgemacht. Also ich habe die Bestellung einem anderen gegeben, der hat dann bestellt für alle, wo er mitgemacht haben. Ja, das war früher mal. Da habe ich 15 Com-SSA mit, ne, bloß normale Com-SSA geholt, wo man selber dann zusammengebastelt hat. Und ja, und dann den Rest aller meiner anderen Stifte habe ich getauscht. Beziehungsweise von anderen mal kurz gekauft, wenn die Möglichkeit war oder wenn ich mir eine was angeboten hat. Aber sonst alles nur getauscht. Okay? Und ich habe kein Geld, scheiße, aber es kostet halt nur mal Geld. Aber wenn du natürlich jetzt Modellflieger bist, dann wünsche ich dir viel Glück, weil das ist ein teurerer Sport. Hobby oder Sportart, whatever, ja? Gut. Jetzt schauen wir mal weiter. Du hast noch eine Frage gehabt zum Neo Sonic. Kriegst nicht gebacken so und dann sofort Ah, okay. Dings. Du kriegst es nicht gebacken, wenn. Also sowas. Sowas halt continuous machen, beziehungsweise überhaupt ohne Charge-Drehung das drin zu machen. Mir klappt das jetzt auch nicht. Ist egal. Also du kannst bloß das und nicht. Ah, das kannst du. Das bin mir sicher. So, aber das kannst nicht. So. Der Trick dabei ist, also man muss schon erstmal mit Charge üben. Bis man das dann aber wieder rauskriegt, diesen Charge, habe ich zum Beispiel lang gebraucht. Aber es ist eigentlich ein Trick dabei, du lässt den Stift hier rauf.
Jetzt ist der Stift horizontal. Das sieht man jetzt schlecht. Aber jetzt ist er horizontal, ja. Jetzt gehe ich mit dem Daumen dagegen. Du kannst das gerade komplett langsam machen. Warte. Hast du es gesehen? Du kannst ihn so reinfeuern und dann das machen. Üben mal bloß das. Also so, dass er horizontal ist. Siehst du das? Und dann. Das musst du halt dann versuchen, miteinander zu verbinden. Okay? Nimm nicht zu weit hinten dann, sondern eher mehr beim Center of Pen. Dann dreht er sich langsamer um Mittelfinger, Zeigefinger, sorry Leute. So, und dann. Warte mal. Rauf, so festhalten. Daraus einen Charge, einen Finger STR Reverse machen. Und dann versuchst du es ohne diesen Stops eben immer rup, 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 rup. Okay? Gut. Das war eigentlich die Frage. Wie gesagt, zu diesen, nochmal zum ganz am Anfang, zu diesen Infinity Counter, da kannst du halt echt einen Haufen machen, weißt? Da kannst du die rumspielen, da gibt es zu viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch wieder zurückcountern. Ja, du kannst aber, was kannst du nur? Tipp Sonic kannst du sogar anbinden, wenn du das geschickt ansteuerst. Weißt? Das ist, du hast echt Haufen Möglichkeiten, deswegen kann ich dir jetzt nicht alle aufzählen. Das ist Schwachsinn. Nimm einfach einen Spinner raus. Frage im Forum nach oder hock dich selber hin und versuch diese zu breakdown und dann spinnst die nach, weil dann hast du das Video vor dir, wie er die Handbewegung macht und du hast auch die Breakdown da, wie er auch diese Tricks macht, ja? Okay? Und wie gesagt, da kannst du halt echt aufmachen. Ich mache halt meistens das, man kann aber auch das noch machen. Weißt? Sowas zum Beispiel. Dann kannst du aber auch. Das war die andere Möglichkeit. Oder du kannst auch diese andere. Okay? So. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen weitergeholfen. Danke für dein Video. Hat eigentlich alles geklärt, was ich verstehen musste. Viel Spaß beim Weiterlernen, ja?